Ja, sehr geschätzte Präsidentin, werte Kollegen. Nachhaltigkeit oder nachhaltige Entwicklung bedeutet, die Bedürfnisse der Gegenwart so zu befriedigen, dass die Möglichkeiten zukünftiger Generationen nicht eingeschränkt werden. Jede Familie, die unter hohen Energiekosten leidet, weiß, wie wenig ihnen dieses Ziel tatsächlich bedeutet. Jedes mittelständische Unternehmen, das durch ihre Zumutungen für immer in die Knie gezwungen wird, weiß, dass es keine nächste Generation an Lehrlingen geben wird. Das durchaus perfide ist, ihre Ziele sind überhaupt gar keine schlechten, nur fehlt ihnen jeder Bezug zur Lebensrealität dieses Volkes. Wie damals einmal im sozialistischen Deutschland arbeiten sie mit Zahlen und Statistiken, die die Realität eben nicht abbilden. Und wie das Politbüro sprechen sie nur mit ausgewählten Bürgern und besuchen nur Musterbetriebe und nicht die Ruinen ihrer Wirtschaftspolitik. Aus gegebenem Anlass aber zu etwas anderem. Das Prinzip 5 der Nachhaltigkeitspolitik verlangt, den sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft zu wahren und zu verbessern. Der soziale Zusammenhalt in diesem Land sieht in diesen Tagen dergestalt aus, dass sich tausende Menschen in Deutschland über den hundertfachen Mord an wehrlosen Zivilisten, an Männern, Frauen, Kindern und Babys nicht nur klammheimlich, sondern ganz offen freuen. Menschen feiern auf unseren Straßen die Enthauptung von Säuglingen, Massenvergewaltigung und die Ermordung Unschuldiger. Diese Menschen haben Sie zu Hunderttausenden in unser Land geschleust, ohne Kontrolle, ohne Feststellung der Identität. Und in Ihren Parallelgesellschaften leben Sie offen Ihren Antisemitismus und Ihren Hass auf unsere Zivilisation aus. All dies ist seit Jahren bekannt, und seit 2017 macht die AfD auf diese Missstände aufmerksam, um dafür von Ihnen beschimpft zu werden. Gedenkveranstaltungen an die Opfer der Terroristen müssen in Deutschland durch die Polizei vor dem wütenden Mob fanatischer Terrorunterstützer geschützt werden. Muslime Hand in Hand mit Linksextremen, die diese Gesellschaft, diesen Staat und diese Zivilisation ablehnen. Und glauben Sie wirklich, dass Menschen, die die Bestien der Hamas feiern, sich für den sozialen Zusammenhalt in einer offenen Gesellschaft interessieren? Oder könnte es vielleicht sein, dass diese Menschen sich auch über unseren Tod, den Tod der Ungläubigen, genauso freuen würden? Die offene Gesellschaft, sie wurde zerstört durch offene, unkontrollierte Grenzen und kollaborierende Politiker, die aus politischer Bequemlichkeit dem Antisemitismus und der Gegenaufklärung in Deutschland den Weg geebnet haben. Den sozialen Zusammenhalt haben sie geopfert auf dem Altar der woken Diversität. Und kommen wir zur Nachhaltigkeitsziel 16. Eine friedliche Gesellschaft mit Zugang zur Justiz sowie funktionierende, rechenschaftspflichtige Institutionen. Einer der Indikatoren erfasst den Anteil der Bevölkerung, der sich in seiner Wohnumgebung nachts alleine nicht sicher fühlt. Und zwischen 2012 und 2020 ist der Anteil der Menschen, die sich nachts zu Hause sehr sicher fühlen, um fast 40% zurückgegangen. Der Anteil der Personen, die sich unsicher oder sogar sehr unsicher zu Hause fühlt, ist im gleichen Zeitraum um 60% angestiegen. Diese Zahlen sprechen nicht für das Vorhandensein von, Zitat, leistungsfähigen rechtsstaatlichen Institutionen, wie das ihre Nachhaltigkeit fordert. Diese Zahlen zeigen, dass sie die Kontrolle verlieren. Gleichzeitig ist es an der Zeit, mit einer anderen weit verbreiteten Märchen aufzuräumen, der flächendeckenden Diskriminierung in Deutschland. Die hier im Rahmen der Indikatoren erfassten Werte, sie sind ohnehin auf einem niedrigen Niveau und sie sind zwischen 2015 und 2021 nochmal um 39% zurückgegangen. Sofern Sie also kein AfD-Mitglied sind, haben Sie gute Chancen, in Deutschland nicht diskriminiert zu werden. Zuletzt noch ein Blick auf das Hauptziel der Nachhaltigkeit, der Bekämpfung der Armut. Der dortige Indikator war bis 2019 immer unterhalb des EU-Mittelwertes, also es gab weniger Armut in Deutschland. Aber dann wurde die Erhebungsmethode angepasst und an das EU-Niveau angeglichen. Und das Ergebnis der bislang einzigen Auswertung in 2020 ist, dass Armut und starke Armut in Deutschland auf dem Niveau der EU liegen. Die Armutsquote sogar ein bisschen leicht darüber. Und daraus folgt, Deutschland ist kein reiches Land. Wir liegen in der Armut im EU-Durchschnitt, zahlen aber weiterhin den Großteil der sozialen Wohltaten für andere Staaten, damit sie weiterhin ihre Lebenslüge vom reichen Land träumen können. Und das ist sicher nicht nachhaltig. Meine Damen und Herren, die 6 Prinzipien der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie nehmen nur 2 Seiten innerhalb des 391 Seiten starken Bandes zur Nachhaltigkeitsstrategie ein. Sie verlieren sich damit in den bürokratischen Erklärungsabläufen, welchen Weg Nachhaltigkeit im Regierungsapparat nimmt, wie viel Umweltpapier Sie gekauft haben und den statistischen Arbeitsnachweisen von Sitzungen des Staatssekretärsausschusses. Ihre sogenannte Strategie lebt davon, dass Sie weiter die Realität ignorieren und sich selbst mit Ihrer heilen Weltrhetorik trösten. Die Welt verändert sich momentan rasant. Neue Konflikte entstehen, alte eskalieren, unsere Wirtschaft stagniert, deutsche Bürger
werden im In- und Ausland Opfer von Gewalt, und Sie produzieren planwirtschaftliche Denkschriften und warme Worte in der Tagesschau. Wissen Sie, was unsere Nachhaltigkeitsstrategie ist? Eine Zukunft für unsere Kinder in Sicherheit und Wohlstand ist. Und Ihre Arbeit zeigt jeden Tag aufs Neue, dass dies ausschließlich mit der AfD zu erreichen sein wird.